Jo, ich heiße euch herzlichst willkommen hier zu Borderlands 2. Ich bin ein bisschen von meinem Torchlight-Trip weg und spiele wieder Borderlands. Ich muss hier ein bisschen klarkommen. Wieder. Nochmal so ein bisschen schauen. Was ist das? Ja, ist cool. Den Rest kann ich verkaufen. Die Waffe hier ist scheiße. Die burstet zwar, aber auch eine dickere Waffe. Eine mit mehr Munition. 10 Schuss, die innerhalb von einer Sekunde weggeballert werden, kann ich nicht so gut gebrauchen. Hä? Ach so, nee, der Shop ist hier. Ja, okay. Hab mich vertan. Wie? Im Moment gibt es nichts zu erledigen. Versuch später nochmal. Ach, einkaufen. So. What? Shit. Hyperium. Verstehe ich nicht. Ach doch. Assassin Skin Anpassung. Ja, schalt den Hyperion R. Schadet nicht, aber die scheint ganz dick zu sein. Feuerrate 1,3 Schuss, okay. Die scheint ganz fett zu sein. Die ist mega fett für dicke Bosse. Ich glaube, ich kaufe beide. Alle drei. Ach so, okay, Inventar voll. Was habe ich denn ausgerüstet? 100 noch was. Ich brauche eine neue Sniper. Was habe ich denn hier als Waffen? Die Sniper? 27 mal 13? 9. Das ist, glaube ich, nicht so. Ja. Die ist besser. Okay. Ja, dann hat sich das auch erledigt. Dann verkaufe ich die Granatenmods. Das Schild kann ich auch verkaufen. Die Ausrüstung, was ist das? Killer-Klassenmod. Cool. Ah, hier, diese Armschienen sind hier. Ja, da sieht man noch ein bisschen. Dein Geld ist wertlos, wenn du es nicht aufgibst. Hi. Nee, aber ich will nicht den töten. Das ist auch gemein. Ach genau, Quests. Gucken wir mal hier Liliths Anhänge. Machen wir die einfach alle nacheinander. Dafür müssen wir Schnellreisestation. Ich guck mal, ob man da schnell hinreisen kann. Wenn nicht, dann nicht. Doch, kann man. Perfekt. Genau, hier wollte ich hin. Dann rüste ich eben den Raketenwerfer aus. Habe ich ganz vergessen. Dafür kommt er weg. Alter, 1100. Oh, krass. Krass, ey. Oh, ich habe 3 Schuss. 6 Schuss. 8 Schuss. Weiß ich nicht. Wo muss ich denn genau lang? Okay, das scheint nicht so weit zu sein. Ich schau mal, ob ich hier Muni kaufen kann. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Nö. Danke. Empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Klassenmod. Pistolenfeuerrad, Pistolenmagazin. Nein. So ein Quatsch will ich nicht haben. Ich brauche 300er Schild, ist das krass. Was habe ich denn für ein Schild? Wow. Ein cooles blaues Schild. So, dann muss ich mich ein bisschen wieder einarbeiten eigentlich. Um ehrlich zu sein, weil ich habe in den letzten Tagen, ich glaube, 10 Stunden Torchlight durchgeballert. Und bin nicht mehr ganz so in Borderlands drin. Ich habe ein paar Tipps von euch in der Zwischenzeit bekommen.
Ein paar meinten auch, dass ich ein No-Skiller bin, dass ich verrecken soll, dass ich sterben soll und so weiter, aber... Was macht der denn da? Oh! Ich dachte, es wären Gegner. Ich bin Flammenmeister Clayton. Und du? Ich habe gesehen, wie du die Höhle des Firehawks betreten und unversehrt wieder verlassen hast. Ja. Wenn du unserer Mutter wirklich dienen willst, musst du eine Prüfung bestehen. Okay. Schicke meine Brüder mit einer Feuerwaffe in die ewige Flamme. Dann bring mir ihre Asche. Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, könnte man als zwielichtig bezeichnen. Aber sie wollen es wohl so. Sehr schräg. Tu am besten, was er sagt. Ja, wenn ich was zu lachen haben will, spiele ich Borderlands. Wenn ich stumpf Leute kloppen will, dann spiele ich Torchlight. Das heißt, besoffen kann man Torchlight besser zocken. Und bekifft kann man besser Borderlands zocken. Hab ich mal so festgestellt. Ah, meinen letzten Schuss. Ja. Was ist das? Ach, deren Asche. Bring mir mehr Asche. Gut so. Okay, dann brauche ich aber mehr... Mehr Dingsmoney. Hier, wie heißt's? Sniper, weil meine Sniper ist. Ist eine Feuerwaffe. Oh, ich hab Dickmoney bekommen. Yo. Alter! Der ist nicht verbrannt. Doch, fett. Das ist schöner als eine Handvoll Asche. Nichts, nichts, sage ich. Feuerresistent. Yo. Ja, ich hab da unten noch schon Asche, Mann. Alter, mein Aiming. Da diese Typen gegen Feuer immun sind, solltest du sie mit einer Nicht-Feuerwaffe weichklopfen, um ihnen dann mit einer Feuerwaffe den Rest zu geben. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Da diese Typen gegen Feuer immun sind, sollte... Das reicht, meine junge Fackel. Der Firehawk lächelt auf uns herab. Ja. Bring mir die Asche. Ist kein Problem. Ich bin low gewesen. 20 HP, ja, ist schon knapp. Ich muss ein bisschen mehr mit meiner Dings... arbeiten. Mit meiner... Mit meinem Action-Skill. Ja. Dann läuft das auch besser. Ja. Diese Kinder kennen nun eine Ekstase, von der ich nur träumen kann. Danke, Fackel. Cool. Schlechte Nachrichten, Fackel. Unter uns sind Götzendiener. Oh. Götzendiener. Da, an ihrer einzig wahren Mutter, dem Firehorn. Na, da muss ich durch. Beziege Scorch. Folgen einem heidnischen Halbgott namens Scorch. Ich flehe dich an. Vernichte diesen falschen Propheten! Okay, daran muss ich, okay. Alle, die ihm Gefolgschaft leisten. Ist doch egal, ob sie jemand anderes anbieten. Spiel einfach mit. Clayton muss dir vollständig vertrauen. Ja. Wenn sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, erfahren wir nur so davon. Ja, ich weiß. Deswegen mache ich die Aufgabe auch jetzt stumpf.
Oh oh. Ich möchte mich an den vorbei stealthen. Die Vögel verraten mich. Keine Vögel da. Oh. Feuerviecher. Ah, mein Aiming. Mein Aiming. Ja. Manche behaupten ja tatsächlich, ich habe schlechtes Aiming. Kann ich gar nicht fassen. Wärter können doch schon so wehtun. Ja, ich bin ganz armer Kerl hier. Ich bin schlecht, behaupten manche. Nee, es geht um den Spielspaß, Kinder. Es ist Borderlands. Es ist kein Shooter, wo ich irgendwie... wo es um den Score geht. Wenn ich schlecht ziele, dann ziele ich schlecht. Ist halt so. Ich bin ja eigentlich auch kein Shooter-Fan. Ich weiß auch gar nicht, was andere so sehr an Shootern toll finden. Ich glaube, es ist Zeit für Big Daddy. Oh shit. Ich muss ihn von hinten treffen. Oh yeah. Der falsche Prophet ist vernichtet. Hör, wie der Firehawk auf uns herablächelt. Spürst du es auch, junge Fackel? So gruselig dieser Kult auch ist. Irgendwie schmeichelhaft, dass sie glatt den falschen Gott meinetwegen töten. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja, ich habe ihn erledigt. Nur Problemo. Ist das Bob hier der richtige Weg? Ja. Die Waffe ist aber auch schon fett. Ich glaube, ich hätte ohne die Waffe schon Probleme gehabt. Die ist extremst stark. Ja, ich muss rennen. Das ist mir durchaus bewusst. Ah! Alter, was da hinten abgeht. Aber das ist nicht mein Problem, was da hinten abgeht. Ja, ich mache einfach die Quests und komme langsam aber sicher voran. Ich möchte aber auch neue Waffen. Dickere Waffen. Diese Waffe ist cool, ist aber zu schwach. Aber sie schaden nur sich selbst und diesem Scorch. Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen. Die Entflammung steht kurz bevor, Fackel. Was ist das? Hat den Raum zu mir gesprochen und ein weiteres Opfer verlangt. Nein, hab ich nicht. Die Verbrennung seines Lieblingssohnes, des Zwergs namens Matchstick. Okay. Ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen und ihn im Maul okay. des großen mechanischen Biestes, das dort haust, entflammen. Level 11. Killer. Ich bin erst Level 11. Ich bin bei Torchlight schon 35 oder so.
Ach, ich muss in die Höhle. Okay. Ja, dann bin ich hier falsch. Money wäre gar nicht mal so schlecht. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Keine so. Gewehr, leid nicht sterben, ich brauche dein Geld. So. Dann gehen wir mal in die Höhle und opfern das kleine Kerlchen. Ich hoffe mal, das klappt problemlos. Aber sollte eigentlich mit... Ne, Moment, ich habe gar keine Muni für den Raketenwerfer, oder? Nö. Das heißt, wenn hier ein dicker Gegner kommt, habe ich ein dickes Problem. Den lasse ich mal da. Ich hau die mal alle ein bisschen an. Damit ich, den lasse ich mich mal verprügeln von ihm hier. Ich kann ihn ja später noch erledigen. Nachdem er mich erledigt hat. Ja. Zack. So. Dann habe ich wieder volles Schild. Und alles. Da muss man ein bisschen rumtricksen. Ja, Granaten brauche ich nicht. Da unten ist eine Truhe. So, habe ich wieder ein bisschen Muni. Und gehe wieder nach oben. Schauen, was hier gibt. Ah, Thron. Zwei Stück. Drei Stück. Leben brauche ich gerade sogar. Eine Waffe. Brauche eine neue Sniper. Da muss ich hier so einmal rum. Aber vorher ist da eine Truhe. Ich habe gesehen, dass die Collector's Edition so eine Truhe, also diese roten, runden Truhen. Also, dass es so eine richtige Box ist, so eine Truhe. Die Collector's Edition. Die ganzen Inhalte sind in so einer Truhe. Ist ganz cool gemacht, aus Plastik so mit... Und so richtig, also schon massiv. Hi. Ich hab schlechte Laune. Ich hab äußerst schlechte Laune. Die sind nicht immer das Problem. Außer wenn die mich anspringen. Oh, ist ein ausgewachsener Bullymob. Ach. Den kritischen Gegner richtig zu setzen ist Kunst. Habe ich eigentlich noch Skills? Ich habe bestimmt noch Skillpunkte übrig. Habe ich? Ja, einen. Den verteile ich auf. Ja. Ist ja gar nicht so viel. Ja, das hier. Das kill ich, glaube ich, erstmal ganz hoch. So, ich sehe. Wie ich sehe, sehe ich nicht. Mit einer Pumpgun einen Vogel aus der Luft geholt. Schon eine Leistung. Zack, ey. Die sind einfach nur nervig. Lass mich in Ruhe. Nervt mich nicht. Ja, jetzt lässt ihr mich in Ruhe hier.
Ah, hier muss ich... Oh, wie komme ich denn da drauf? Muss ich, glaube ich, hier so drauf springen? Och. Ich bin hängen geblieben. Ja, Mann. Ich hab's geschafft. Ja. Habe ich wieder Skills bewiesen. Irgend so eine Class-Mod vielleicht. Die scheint besser zu sein als Twin Repeater. Cool. Was haben wir denn hier? Pistolenfeuerrate? Nö, brauche ich nicht. Team kritischer Schaden. Was habe ich denn im Moment? Team kritischer Schaden 19. Das ist besser. Fett. Kommando. Die sind, glaube ich, ordentlich was wert. Also wenn man die verkaufen würde. Den ganzen Krempel hier kann ich verkaufen, brauche ich alles nicht. Schilder, Granatenmods, alles brauche ich nicht. So, jetzt muss ich hier irgendwo lang. Aufs Schiff? Nein. Hätte ich mich auch porten können. Ey, fick dich doch. Nein, ey. Ja. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Naja. So, wo muss ich lang? Oh, will mich verarschen. Ja. Hm. Super. Ja, muss ich da durchstapfen. Alter, das ist voll weit. Moment. Was ist das für eine Station? Schnellreisestation, da kann ich hin. Ja, genau. Da will ich auch jetzt hin. Moment. Gucke ich in die richtige Richtung? Ja, da muss ich hoch. Moment. Kann ich mich da überhaupt hinporten? Nein. Ja, muss ich doch hier durchrennen. Ja, dann war's richtig. Geht mir nicht auf den Sack. Nur weil ich keine Waffe habe, die schnell genug ist. Oh, da ist ja noch einer. Muss ich hier schon wieder rein, ey. Hier ist eine Speicherstation. Dann schleiche ich mich mal an. Bin ja schließlich ein Assassine. Ich bin Mr. Zero. Sir Crocodile. Mann! Zu viel los hier. Ich möchte gar nicht. Oh, eine Granate hat er geworfen. So. Die sollen mir den Weg nicht versperren. Oh. Und wo schießen die denn auf mich? Ja, wo? Wie? Von wo kommen die denn immer her? Krass. Granaten.
Tag. Bin besser. Assassine. Best Assassin EU. Bin besser. Borderlands-Spieler. Oh mein Gott! Nein! Boah. Ja. Das hätte auch nur der beste Borderlands-Spieler EUs geschafft. Ist so. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, coole Musik. Das bedeutet Gegner. Ich will ein bisschen gucken, was auf mich hier so. Munition aufgebaut. Ach, das sind die beiden Bosse. Ah, jetzt kann ich mich an die erinnern. Die halten ein bisschen mehr aus. Und der andere, der müsste auch hier von hier erreichbar sein. Ich schau mal. Oh oh. Ja. Der sollte kein Problem sein. Nerv mich nicht, ich bin am Snipern. Ist er tot? Ja, tatsächlich, er ist tot. Das war's. So, den letzten, den kann ich hier ja. Ich mach mich unsichtbar. Das sehen. Ups. Ja, mein Aiming lässt zu wünschen übrig. Ich weiß, es ist manchmal hart. Es ist echt manchmal grenzwertig, was ich hier abliefere, aber. Nicht aufnehmen, okay. Ich habe schon Inventar voll. Ich muss hier wieder in die Höhle. Ich war hier doch schon drin. Aber naja, das ist auch nicht das Problem für mich. Da ich ja jetzt relativ geskillt hier durch die Gegend renne. Ach, hier war das doch mit dem. Ja, ja. Ich kann mich erinnern mit diesem Reittier-Ding. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, sie schießen die Vögel ab. Sehr erfreulich. Ja, coole Sprüche hat er auch noch drauf. Tatsächlich. Der ähnelt mir schon ziemlich. Ich bin auch, was den Kampfstil angeht, ziemlich, so wie er. Also Ninja-mäßig. Ich bin ja auch Asiate, das ist mir ja geboren. Ein bisschen Nahkampf so. Aber ich überzeuge nicht mit Stärke, sondern mit Tricks, mit Technik, mit. Wie Ninja halt, ne? Sind ja nicht die dicksten Tiere so, die alles kaputt kloppen, sondern die mit Köpfchen gewinnen. Guckt, ich renn hin und schieß daneben. Und dann mache ich mich unsichtbar. Und dann zerschnippel ich ihn.
So. Alter. Das sind aber Level 7. Deswegen habe ich Glück, dass wir mir nicht so viel abziehen. Wo ist der?